Woche 5 hat begonnen, die Woche 5 in Zeiten des Coronavirus, auch hier in Schmölln. Wir konnten gestern vernehmen, dass die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentin, Ministerpräsidenten der Länder getagt haben und neue Festlegungen getroffen haben hinsichtlich der Bewertung der, der Krise, der Corona-Krise und hinsichtlich der möglichen Lockerung von Einschränkungen, die uns alle sowohl privat als auch im öffentlichen Leben betreffen. Wir können, glaube ich, von gestern eine Botschaft mitnehmen. Wir nähern uns in kleinen, vernünftigen Schritten einer gewissen Normalität an. Ich persönlich glaube, dass es sehr vernünftig ist. Ich möchte Ihnen, euch die wesentlichen Punkte kurz benennen. Ich will aber dazu sagen, dass wir als Stadt Schmölln auch noch auf die Verordnung des Freistaates warten, in der es dann ganz genau geregelt ist, wie die Lockerungen aussehen und wie sie im Detail auch umgesetzt werden können. Festzuhalten ist für den Einzelhandel, ich glaube, eine ganz wichtige Botschaft. In Kürze dürfen alle Einzelhandelsgeschäfte bis zu einer Ladenfläche von 800 Quadratmeter wieder öffnen. Wir wissen derzeit als Stadt Schmölln noch nicht, ob das bereits am 20. April oder am 27. April der Fall sein soll. Wir werden versuchen, Sie schnellstmöglich zu informieren, morgen, spätestens am Samstag, hier und in anderen Medien. Das heißt, Geschäfte dürfen wieder öffnen. Das betrifft auch Buchhandlungen, Fahrradläden sowieso, wie es bei uns auch schon in der Stadt der Fall ist, und auch Kfz-Händler. Es gelten natürlich dann auch gewisse Hygienevorschriften, Abstandsgebote. Wie die im Einzelnen aussehen, soll auch noch mit der Verordnung mitgeteilt werden. Wie wir dem Beschluss der Landesregierung gestern entnehmen konnten, sollen auch Friseurläden ab 4. Mai wieder öffnen können, wenn auch hier die Hygienevorschriften eingehalten werden, also nach Möglichkeit hier Mund- und Nasenschutz getragen werden, sowohl vom Kunden als auch vom Friseur selbst. Wie es mit Großveranstaltungen, und das ist sicherlich ein großer Wermutstropfen auch in Schmölln, wie es mit Großveranstaltungen aussehen soll, konntet ihr vielleicht gestern auch schon hören, bis zum 31. August dieses Jahres sind sämtliche Großveranstaltungen untersagt, dürfen nicht stattfinden. Wie geht es weiter in der Bildung, in der Bildungslandschaft auch hier in Schmölln? Sie werden sich fragen, ihr werdet euch fragen, wann öffnen die Schulen wieder? Die Schulen sollen grundsätzlich schrittweise wieder geöffnet werden und begonnen werden soll damit am 27. April. Am 27. April soll der Präsenzunterricht für einzelne Schülergruppen wieder aufgenommen werden. Das heißt, die Vorbereitungen für die Abiturientinnen und Abiturienten werden dann auch wieder Fahrt aufnehmen. Das heißt im Übrigen auch, dass dann ab 4. Mai die Abschlussklassen der Grundschulen, der Regelschulen, der Gemeinschaftsschulen und der Berufsschulen folgen werden. Bis zum 2. Juni werden alle Schulen wieder eine Form von Präsenzunterricht in verschiedenen Varianten anbieten. Wichtig ist dem Land an der Stelle auch natürlich der Schutz der Lehrerinnen und Lehrer oder dann eben auch im Bereich der Kitas auch für unsere Erzieherinnen und Erzieher. Das sind wir als Arbeitgeber auch schuldig, das sind wir verpflichtet, hier auch für Erzieherinnen und Erzieher die Schutzmaßnahmen zum Eigenschutz auch vorzuhalten. Die Kindertagesbetreuung soll im Mai nach Landesvorgabe schrittweise auch wieder geöffnet werden. Die Details hierzu sind uns leider auch noch nicht bekannt. Hier wird es auch dazu in Kürze Näheres geben. Was Kultureinrichtungen anbelangt, kann für Schmölln zumindest gesagt werden, dass auch in naher Zukunft die Bibliothek wieder öffnen wird. Ebenso unsere Museen, aber auch nur, wenn gewährleistet werden kann, dass in diesen Gebäuden auch die Hygienemaßnahmen räumlich und personell auch umgesetzt werden können. Das sind soweit erstmal die wichtigsten Festlegungen, die gestern die Thüringer Landesregierung getroffen hat. Wir hoffen, dass in Kürze, also morgen oder am Samstag, die Verordnung dann eben auch bekannt gegeben wird, weil sie wirklich auch viele Details regeln wird, die sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer wichtig sind. Wichtig bleibt auch,
wir kehren ab der nächsten Woche nicht einfach zur Normalität zurück. Es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Es heißt aber auch, dass wir das Gröbste noch nicht überstanden haben. Das Virus kennt noch keine Medikamente und noch keine Gegenimpfung. Und solange das nicht sicher ist, solange es noch keine Medikamente und keine Impfung dagegen gibt, müssen wir schauen, dass wir die Anzahl der Neuinfizierungen möglichst flach halten. Das heißt, was wir überhaupt nicht und was das Gesundheitssystem in Deutschland überhaupt nicht gebrauchen kann, ist eine rapide Zahl, ein rapider Anstieg von Neuinfizierungen, die das Gesundheitssystem, die das intensivmedizinische System nicht verkraften kann. Insofern bleiben Sie wirklich auch vorsichtig. Schützen Sie sich, halten Sie Abstand, verzichten Sie auch weiterhin auf nicht notwendige Reisen. Urlaubsreisen sind auch weiterhin sozusagen untersagt. Und schützen Sie sich, wenn Sie im Stadtbus hier in Schmölln fahren oder wenn Sie einkaufen gehen, nach Möglichkeit mit einer Atemschutzmaske, mit einer einfachen, die kann auch selber genäht sein. Es wird in Schmölln keine generelle Pflicht geben, aber die dringliche Bitte und Empfehlung auch zum Selbstschutz und auch zum Schutz anderer Mitmenschen, dort, wo sie sich bewegen, wo Menschenansammlungen sind, also beim Einkaufen oder auch im Bus oder in der Bahn. Dort wäre es wichtig, dass sie den Mundschutz tragen. Ich glaube, das ist eine wichtige Hygienemöglichkeit neben dem normalen Händewaschen mit Seife und so weiter und so fort. Insofern wäre es gut, wenn Sie das beherzigen. Wir werden Sie über alle Neuerungen und Neuigkeiten auf dem Laufenden halten. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, wenn Sie Fragen haben, können Sie die auch stellen. Eine liegt auch schon vor und die könnte wie lauten? Ja, Herr Leonhard fragt, was Großveranstaltungen betrifft, wie diese definiert werden. Also ob das an einer bestimmten Menschenansammlungsanzahl festgemacht wird oder ob es da schon Regelungen vom Land Thüringen gibt oder vom Bund. Die Regelungen kennen wir aktuell noch nicht. Wir werden auch das versuchen, schnellstmöglich zu klären. Also es gibt da Angaben, die schwanken zwischen 1.000 und 5.000 Teilnehmern als Großveranstaltung Minimum. Es wäre jetzt aber fahrlässig zu mutmaßen und irgendwelche Behauptungen aufzustellen. Herr Leonhard, wir würden das so machen, die Frage, die werden wir schnellstmöglich versuchen zu beantworten und dann direkt unter dem Video dann posten, beziehungsweise auch nochmal als Antwort auf die Homepage der Stadt Schmölln setzen. Sie können auch gerne die Gelegenheit nutzen, auch im Nachgang weiter schriftlich Anfragen an uns zu stellen. Wir werden sie versuchen, schnellstmöglich zu beantworten. Ansonsten wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, bleiben Sie gesund, achten Sie auf sich. Haben Sie Langmut. Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich diszipliniert an die Einschränkungen des öffentlichen und auch des persönlichen Lebens bisher gehalten haben. Das ist wichtig. Das hat auch dazu beigetragen, dass wir die Kurve der Neuinfizierung abflachen konnten. Sie steigt, die Zahl der Neuinfizierung steigt immer noch, aber sie ist flacher geworden. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft. Sie zeigt aber auch, dass der Grad sehr schmal ist und dass wir uns noch auf relativ dünnem Eis bewegen. Wir konnten das in China sehen. Maßnahmen wurden gelockert und hier und da ist die Anzahl der Neuinfizierungen auch sprunghaft wieder gestiegen. Und das gilt es in jedem Fall zu vermeiden. Insofern danke für Ihre bisher geleistete Geduld und auch schon vorauseilend und vorausblickend danke für Ihre künftige, für Ihren künftigen Langmut, für Ihre Geduld. Bleiben Sie gesund, bis in Kürze.